Bereits zum dritten Mal fand der Hochalm Snowvolleyball-Event statt. Direkt vor der beliebten Skihütte. Es ist Mordsstimmung, viele Zuseher. Ein kleines Klagenfurt hier vor der Hochalm. Freut sich Organisatorin Conny Schroffenecker. Um hier im Schnee heißen Volleyballsport zeigen zu können, hat man schon sehr früh, vor einem halben Jahrzehnt, mit der Umsetzung der Idee begonnen. Vor 5 Jahren haben sich die Conny und ich eben zusammengesetzt und haben das ausgearbeitet, damit wir das erste Mal in die Berge holen. Und hier in den Bergen ist das Hochalmturnier auch heuer wieder prominent besetzt. Jetzt macht es wieder gut. Das Freibier ist gerettet. Es macht irrsinnig Spaß und in dem super Skigebiet und die Stimmung, die Fans und die ganzen Leute da, das ist super. Nach der Siegerehrung waren die Veranstalter erleichtert, dass alles so perfekt geklappt hat. Denn der Vorbereitungsstress war auch heuer wieder groß. Also wir arbeiten da im Grunde genommen 24 Stunden fast durch. 24 Stunden, die wieder ein cooles Snowvolleyball-Turnier auf der Hochalm in Obertauern ermöglichten.